Joko und Klaas. Findet euch bitte um 12 Uhr im Konferenzraum eures Büros bei Florida TV ein. Alle weiteren Infos erhaltet ihr dort. Wow, der ist aber schön. Das ist schön hier, ne? Schön hergerichtet. Ja, was ist jetzt hier los? Einmal hergehört ihr Flitzpiepen. Vor euch befinden sich 7 Boxen mit 7 verschiedenen Aufgaben, die 7-mal schlimmer sind als alles, was ihr euch jemals vorstellen könntet. Euer Glück, ihr müsst diese Aufgaben nicht selber ausführen. Ihr müsst lediglich eure MitarbeiterInnen motivieren, diese Dinge für euch zu erledigen. Wie ihr sie überredet, bleibt euch überlassen. Gelingt euch das in 5 von 7 Fällen, habt ihr den Vorteil fürs Finale gewonnen. Euch bleiben 3 Stunden Zeit. Viel Erfolg. Euer Herr Pro7. Also 7 Aufgaben. 7 Aufgaben müssen gemacht werden, aber nicht von uns, sondern von Mitarbeitern, die wir dazu überzeugen müssen. Oder habe ich das richtig kapiert? Ganz genau. Ja, lass mal gucken. Bitte. Das ist ja cool. Bringt eine Person dazu, sich in eine Ecke zu stellen, die Wand anzustarren und sich den Rest des Tages zu schämen. Aber wer könnte sich denn richtig mal was schämen? Wer, Das ist aber so lustig, wie man selber im Kopf die Sachen durchgeht und sagt, jo, ja, absolut, ja, das auch. Also Pori sollte sich auch was schämen. Ja, Pori ist ja gut. Sollen wir den fragen? Wo ist denn Pori? Nicht da. Warum nicht? Hä? Ach, Homeoffice auf seinem Boot oder was? Aber wer könnte sich noch denn richtig mal was schämen? So, wir gucken mal da hinten. Hier vorne ist kein schämbares Material. Hi. Hallo, na? Schön, euch zu sehen. Hallo. Du, sag mal. Das ist eine doofe Situation. Für dich. Na, viel zu tun? Oder hast du gerade Zeit? Also für uns. Ja. Du solltest dich was schämen. Wofür? Das ist mir egal. Ich möchte gerne, dass du dich was schämst. Und zwar in einer Ecke. Die kannst du dir aussuchen. Den ganzen Tag. Den ganzen Tag. Darf ich mein Handy mitnehmen? Ja. Mach ich das. Okay. Ja, cool. Würdest du die Ecke nehmen? Würdest du die Ecke da zum Schämen oder wie? Ja. Ja, gut. Dann bitte. Dann können wir nämlich einen Haken hinter die erste Aufgabe machen. Für was schämst du dich? Ich bin auch am Überlegen, für was ich mich schämen würde. Aber es gab ja ein paar Sachen. Ja, ich hab was. Ja? Na gut, okay. Nächste Aufgabe. Eine Person muss ihr Mittagessen nicht im Mund, sondern innerhalb ihrer Klamotten verschwinden lassen. Gut, da sitzen ja schon welche, die essen. Da müssen wir wahrscheinlich einfach. Achso, lass uns da fragen. Hallo. Na, schmeckt's euch? Ja. Ja? Also, Leute, hört mal eben kurz zu. Wir müssen uns ein bisschen helfen. Also, wir müssen jetzt eine Person finden. Eine Person müssen wir finden, die das Mittagessen praktisch verschwinden lässt, so wie ihr das ja gerade macht. Ne? Allerdings nicht im Körper, sondern in den Klamotten. Praktisch. Ja? Ja? Okay. Marc, das ist dein Mittagessen, ne? Das ist mein Mittagessen, ja. Ja. Marc, würdest du praktisch das Essen nicht, also nicht in deinem Körper verschwinden lassen, sondern in deinen Klamotten? Also das ganze Essen. Wäre das möglich? Den kompletten Teller? Ja, das ist ja das Mittagessen. Aber du kannst entscheiden, wo. Ne? Wir haben jetzt keinen Ort, den wir präferieren, sondern ob du es oben rein, in die Taschen rein. Warum? Also, warum soll ich das tun? Ich hab's bezahlt, das ist lecker. Guck mal, wenn wir keinen Punkt kriegen, dann verlieren wir. Das ist mein Problem. Ich weiß nicht mal. Mach ruhig mit der Gabel. Mach ruhig mit der Gabel. Nicht auf die Klamotten. In die Klamotten. Mach ruhig erstmal mit der Gabel so ein bisschen so. An den Mund vorbei und woanders rein halt. Das ist eklig, ja wirklich. Boah. Wie fühlt sich das an? Das ist ein super Gefühl. Das ist toll. Ja. Das ist so scheiße.
wenn sie nicht kotzen. Wenn sie nicht kotzen. Nicht kotzen! Gut, gehen wir zur nächsten Aufgabe. Schön, das werden wir denn nie vergessen. Okay. Das wird eine besondere Erwähnung bekommen bei der Weihnachtsfeier. Ja. So, jetzt gehen wir. Wir sind immer so leicht und es wird dann immer gleich mit schlecht, deswegen gehen wir jetzt. Ne? Ready, steady, go. Eine Person muss ins Nachbarbüro gehen und dort ungefragt eine Lobeshymne auf sich selbst halten. Ihr könnt sie dabei per Funk unterstützen. Ich weiß. Basti? Basti? Du würdest jetzt, ich gebe dir einen Preis, irgendeinen Preis. Und damit gehst du dann in das Nachbarbüro und hältst eine Lobrede auf dich selber. Mit dem Preis in der Hand. Und sagst, was für ein sehr guter Redakteur du bist. Und wir würden dich dabei auch unterstützen per Funk. Also spontan sage ich erstmal nein. Ja, okay, ja, dann komm. Na komm, wir gehen mal gucken. Nimm mal mit. Komm. Da. So witzig. Also guck mal, wir machen es jetzt so. Hier ist eine Kamera drin, in dieser Tasche. Siehst du das? Ja, ja. Die hängen wir dir jetzt so um, so quer? Sieht ja wirklich ganz, ganz unpeinlich aus. Das ist eine Verrückten-Tasche. Eindeutig. Das könnte mich antun. Jetzt würdest du das Ding nehmen? Oh, Leute. Tust du dir den mal ins Ohr? Das ist so ein Knopf im Ohr, genau. Okay, du solltest eine Dankesrede auf dich selber halten. Ich würde dich erstmal freestylen lassen. Und wenn du in Stocken gerätst, unterstütze ich dich. Und los. Viel Spaß. Also, ja. Ja. Tschüss. Lars, hörst du mich? Ja, ich kann dich hören. Ist alles gut. Ich bin bei dir, mein Freund. Okay, jetzt leg mal los. Hallo. Tut mir leid. Was entschuldigst du dich? Du bist doch einfach nur da. Ich hab nasse Hände. So, und jetzt? Bringen wir dich zur Schwelle, aber jetzt musst du alleine klingeln, durch die Tür gehen. Ja. Da kommt doch eine. Moin. Hallo. Ja. Ja. Ich bin Sebastian Grage. Hallo. Wie Sie unschwer erkennen können, bin ich der beste Redakteur Deutschlands. Okay. Meine Fähigkeiten übersteigen die Vorstellungskraft des menschlichen Daseins. Ich schreibe wie Moses und drehe wie Tarantino. Ja. Okay. Ja. Wie kann ich dir jetzt helfen? Sie können mir nicht helfen, weil ich kann alles bereits. Du brauchst mir nicht helfen, ich kann schon alles. Ja. Ich kann zum Beispiel auch schön malen. Ich kann malen, kann ich auch. Und du kannst auch gut Liegestütze. Liegestütze kann ich auch. Und Jumping Jacks. Und Jumping Jacks auch. Die kann ich auch sehr gut, ja. Okay, alles klar, komm zurück. Gut. gut, ja. Danke. Tschüss. Tschüss. Es ist wirklich. Ich arbeite hier. Ich arbeite hier jeden Tag. Und ich habe die Frau schon ganz oft gesehen. Ey, aber komm mal rein. Also ich finde, du hast das alles gut gemacht. Dankeschön. Also du hast ey, aber ich hab, das war mehr, es war schlimmer, als ich dachte. Ja. Oh Gott. Ja, okay. Ja, Glückwunsch. Ich meine, du hast na, danke. Ich würde sagen, wir sind jetzt fertig soweit. Oh mein Gott. Hast du gut gemacht. Danke. Oh, läuft, du. Läuft gut. Was ist das? Schminke? Make-up. Ein Tuch? Verwandelt eine Führungskraft der Florida TV in einen Schmetterling. Ja, komm, wir gehen mal zu Schmidt, wo ist der? Guck mal, Elias steht da noch. Elias, sehr gut. Na? Du bist eine Führungskraft hier, ne? Ja. Du bist eine richtige Führungskraft. Aha. Richtiger oberster Chef. Was wollt ihr machen? Wir wollen dich als Schmetterling verkleiden. Nee.
Ja, aber es ist nicht gar nicht so schlimm. Zeig dir mal her. Was du auch mal gesehen hast. Guck mal, das wäre das Ding für den Kopf. Ja, das sind die Flügel hier. Wahrscheinlich musst du nur so machen. So, ne? Kannst du das auch noch mal aufsetzen, was ich mir vorstellen kann. So, und dann würde ich dich auch noch so schminken, damit Thomas sich das ein bisschen besser vorstellen kann. Ah, ach so, das hast du mir ganz anders vorgestellt. Ah, wie Olivia Jones. Ihr dachtet nicht eine Sekunde, dass ich das jetzt mache, ne? Was habe ich denn auch davon, ne? Hab ich mich jetzt umsonst wie ein Schmetterling anmalen lassen? Ja. Wir sind ein richtig ignoranter Pisser geworden, ey. Dir ist alles egal, ne, was wir hier machen. Es hat nicht geklappt. Genau. Macht eine Person zu MC Mittagspause und bringt sie dazu, öffentlich einen Diss-Track gegen Mittagspausenmacher vor dem Florida-Büro zu performen. Brauchen jetzt jemanden, den man das einfach machen kann? Jemand, der sich nicht traut, abzusagen, der uns den Gefallen tun möchte und sich praktisch moralisch verantwortlich für uns fühlt. Also Cutter. Hallo. Cutter, wir haben hier ein Problem gehabt gerade. Ihr habt ja immer viel zu tun auch mit Musik und mit Musikern und so weiter. Ne? Ja. Und du kannst ja eigentlich nicht in jede Branche oder Szene oder was hineindenken. Gerade im Rap-Game, oft auch durch Provokation. Und du wärst praktisch MC Mittagspause und du würdest die Leute also dissen dafür, dass sie Mittagspause machen. Hier ist der Text. Du hättest also ein Mikrofon, eine Kette. Und eine Cappy. Und eine Cappy. Was? Nochmal. Ich soll das performen für die Leute, die dafür das Pause machen. Genau, bitte. Gut. Kann ich, ich krieg nichts dafür. Nein. Hier ist die Mütze. Also, voll cool, dass du das machst. Sehr gern. Hast du den Text drauf? Hast du den Beat auch drauf? Ich kann den Beat gar nicht. Achso, mach den mal an. Mach den mal an, einmal kurz. Ich geh mit dem Beat. Dein Arsch, denn das Deichkinder-Mike ist Bombo. Ja, so, komm. Nein, oh nein, oh nein. Ja. Oh Mann. Die sind alle coole Kids. Jo. Hallo, Frankie. Oh Mann, ey. Oh Gott. Oh Gott, das ist... Yo, yo, hört mal her. MC mit Pause, das ist mein Name. Ich ficke euer Leben und ich ficke eure Arme. Ihr seid zu faul, ich möchte mich übergeben. Wenn ihr jetzt nicht arbeitet, töte ich euer Leben. Arbeiten ist cool, nur Opfer machen Pause. Geht wieder rein. Sonst fick ich eure Brause. Drückt die Ziggy aus und ran an den Speck. Machst du mit aus Pause, hau ich dich weg. Und wenn ihr einer kommt und sagt, Pause ist Pflicht, geb ich der Gewerkschaft einen Box ins Gesicht. Arbeiten. 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 Jetzt auch du. Arbeiten. Arbeiten. Okay. Oh Gott, das ist... Oh Gott. Arbeiten. Ja, du hast dann sehr gute Bars, hast du gespittet. Vielen Dank. Ja gut, also vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Hast du das jetzt toll gemacht. Du hast das jetzt gut gemacht. Die Kette kannst du behalten. Die Dollarkette, ja. Oh, wow. So, jetzt haben wir 2:30 oder was? Wenn wir die Aufgabe jetzt schaffen, dann... Bringt eine Person dazu, mit Klamotten in der Spree unterzutauchen. Okay. So, jetzt ist Tims Stunde geschlagen. Tim. Tim, wir machen ein Bilderrätsel. Die und das. Das ist praktisch das Handtuch. Ihr müsst in die Sauna durch den Schweiß weg. Wir gar nichts. Wir nicht. Hey. Also Feuchtigkeit damit aufnehmen ist schon mal gut, aber praktisch keine eigene. Nee, wir müssen jetzt wirklich los. Jetzt komm. Bevor ich mitgehe, muss ich wissen, was es ist. Tim, wie lange kennen wir uns denn jetzt? Weiß nicht, 18 Jahre? 20? Ja.
Was heißt das? Das heißt, dass das heißt, dass man eine, wir kennen uns. Kennen, oder? Das ist richtige Rechnung. Wir kennen uns seit fast 20 Jahren. Weißt du noch, als du 4 Monate keine Miete gezahlt hast? Nein, da haben keine Miete. Weißt du das noch? Alter, wer hat den Karren, wer hat den Karren aus dem Dreck gezogen? Ja, gut, du. Ja, dann. Los. Wir wollen auch nicht den Druck unnötig erhöhen, Tim, aber die Aufgabe brauchen wir. Wie, das hängt jetzt alles an mir auch noch? Ja. Ach komm, Alter. Oh nee, Leute. Nee. Was denn? Ja, wir wissen alle, wo es da hingeht. Hä, wo geht's denn da hin? Alter, da geht's zu verdammten Scheiß-Spree. Aber ey, Tim, guck mal, die ist glasklar. Das ist wirklich, das ist der gute. Das ist ja wirklich. Oh Mann, Leute, ne, wirklich, ey, da komme ich ohne Haut wieder raus, wenn ich da reinkriege. Wirklich. Das ist gesundheitsschädlich. Andere Leute zahlen dafür viel Geld im Urlaub, um so klares Wasser reinschränken zu können. Guck dir das mal an. Nur einmal rein und wieder raus, ja? Einmal komplett rein. Einmal rein. Kopf unter Wasser? Ja, ja, klar. Kopf muss einmal unter Wasser. Das machen wir seit 15 Jahren. Ja, jeden Tag. Jeden Tag. Immer heißt es, ihr habt keine richtige Arbeit. Das ist anstrengend. Das ist ja total leicht. Aber du gehst da rein für uns? Ja, was soll ich machen? Ich kann euch jetzt nicht hängen lassen. Ihr seid ja meine Freunde. Oh, ihr seid ja meine Freunde. Oh. Ja. Und du geh rein. Also, fertig? Ja, bitte. Nicht reinspringen, das ist sehr tief, sehr flach. Kein Körper. Oh. Tim. Tim? Oh. Ey, Tim, Wahnsinn. Vielen Dank, Tim. Danke, Tim, dass es geklappt hat jetzt. Du hast uns die Aufgabe gerettet. Dank dir haben wir dieses Spiel gewonnen. Tim, danke schön. Bin dann geschieht. Macht's gut. Danke, Tim. Ja, bitte. Zurück ins Studio. How well everybody's heard about the bird. Stopp! So, nichts kaputt machen. Wir haben gehigh-fived. Ich würde jetzt gerne einmal das Publikum hier im Studio um Folgendes bitten. Ja. Ihr habt zwar den Punkt bekommen, aber eigentlich haben den eure MitarbeiterInnen verdient. Riesenapplaus bitte für das, was die da gemacht haben. Der absolute Wahnsinn. Was für ein Quatsch! This is my quest to